Erwartungsgemäß passiert nicht allzu viel am US-Feiertag an den Finanzmärkten. Daher heute mal ein Thema im Fokus, das ja auch für den Westen enorm bedeutend ist, vor allem für Deutschland bedeutend ist. Es geht um das Verhältnis zu China. Es geht um die Zölle, die man erheben will seitens der EU gegen chinesische Elektrofahrzeuge und um die wahrscheinlichen Gegenmaßnahmen Chinas. Und in diesem Kontext will ich mal die Reise Habecks nach China zum Anlass nehmen, um zu gucken, wo kommen wir eigentlich her? Wo stehen wir jetzt und wo könnte oder müsste es vielleicht hingehen? Und wir schauen uns diese Reise Habecks mal an. China ist ja nicht mehr der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Das war vor kurzem noch der Fall. Wir sehen darin schon eine Entkoppelung. Die Zahlen zeigen, es geht immer weiter bergab mit dem Handel zwischen Deutschland und China. Jetzt sind die USA der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Aber Habeck hat natürlich jetzt eine ziemlich heikle Mission. Was wird er den Chinesen sagen in Sachen Zölle? Wie wird das Ganze ablaufen? Da sind einige Probleme in dieser heiklen Mission, denn es geht vor allem für die Autoindustrie in Deutschland. Das ist hier dieser ganz dicke schwarze Punkt. Geht es um sehr, sehr viel, denn China ist der wichtigste Absatzmarkt für die deutsche Autoindustrie. Ein Viertel aller Exporte geht nach China, was die Autos betrifft. Und hier deutet sich immer klarer an, dass die Chinesen Gegenmaßnahmen erheben wollen, wenn die EU eben Zölle gegen chinesische Elektrofahrzeuge erheben wird. 25%. So fordern es vor allem jetzt chinesische Autohersteller für Fahrzeuge mit größeren Motoren. Das würde also dann vor allem BMW betreffen, Mercedes betreffen, Porsche betreffen. Also die große, vor allem jene Autohersteller, die eben die ganz großen Fahrzeuge herstellen. Und all das im Kontext, wo jetzt kürzlich der chinesische Außenamtssprecher gesagt hat, also dieses G7-Treffen, das ja auch um die Ukraine ging, um Russland ging, wo China nicht dabei war. Diese G7, die repräsentieren ja nicht die Welt. Das sind nur 10% der Weltbevölkerung und deren Einfluss nimmt immer mehr ab. Deren Wirtschaftsleistung in Relation zur gesamten Wirtschaftsleistung der Welt, vor allem der BRICS-Staaten, nimmt immer mehr ab. Und dementsprechend versucht ja China, diese BRICS hier anzuführen als Gegenmodell zum Westen, als Gegenmodell zur Dominanz des Westens. Und die Frage stellt sich ja, wie konnte diese Dominanz eigentlich entstehen? Wenn wir uns mal anschauen, dass zum Beispiel hier das britische Weltreich mit so wenigen Menschen, das waren ein paar Millionen Hansel in Großbritannien, die wirklich die halbe, praktisch die damals komplett bekannte Welt beherrscht haben. Wie war das möglich, dass der Westen ab dem 18. Jahrhundert plötzlich so dominant war, plötzlich in der Lage war, wirklich zu dominieren und alle anderen sozusagen, naja, zu beherrschen mit all den negativen Folgen, die das auch gehabt hat? Und da müssen wir mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen und uns angucken, wie das möglich war, warum der Westen eine solche Dynamik entwickelt hat. Und der Markus Brezel, der hat jetzt heute einen Tweet abgesetzt, über den ich gestolpert bin und der, glaube ich, das Entscheidende bringt. Die Essenz des Westens ist individuelle Freiheit vor dem Kollektiv. Wer mit Asiaten zu tun hat, der weiß, in asiatischen wie auch praktisch in allen anderen Gesellschaften steht das Kollektiv über dem Individuum. Das ist der zentrale Höchstwert, um den es geht, das Kollektiv, also Familie, Nation, der Einzelne muss zurückstehen, der Einzelne hat sich dem unterzuordnen, während im Westen das anders ist. Da gibt es die Individualrechte, da gibt es den Schutz des Individuums. Deswegen hat Angela Merkel auf ihren Reisen zwar immer wieder die Todesstrafe etwa in China angesprochen, aber die Chinesen haben nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, wieso? Was habt ihr denn dagegen? Da ist doch überhaupt nichts gegen zu sagen. Warum? Weil ein Individuum, dass das Kollektiv schädigt, das muss weg in gewisser Weise, während wir mehr vom Individuum her denken und sagen, wir müssen sozusagen den Einzelnen schützen. Das Kollektiv schützt sich in gewisser Weise selbst. Also das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, der den Westen unterscheidet von anderen Gesellschaften, vor allem von den asiatischen Gesellschaften, die ja jetzt aufstreben. Wir denken vom Individuum her, die Asiaten und andere denken vor allem vom Kollektiv her, völlig normal eigentlich. Der Westen ist der Sonderweg, denn wenn wir uns in archaische Gesellschaften, etwa in Höhlengesellschaften versetzen, dann ist klar, da ist immer das Überleben der Gruppe im Vordergrund, da ging es darum,
als Gruppe in widrigen Umständen irgendwie zu überleben. Da musste der Einzelne schlichtweg zurückstecken. Das war gar kein Thema. Und wie kam es dazu, dass im Westen in diesen jüdisch-christlichen Gesellschaften das Individuum so in den Vordergrund gelangte? Nun, das ist religiös bedingt. Und auch wenn die allermeisten hier im Westen nicht mehr religiös sind, so hat doch diese Religion eine Art kulturelle DNA erschaffen. Nämlich eben diesen Individualgedanken, den der Westen hat, angelehnt eben an Genesis 1,26, also in Anführungszeichen Altes Testament. Da wird eben immer wieder klar gemacht, erstens, der Mensch ist das Abbild Gottes, als Bild Gottes schuf er ihn, dementsprechend herrscht er über all das, was sozusagen in der Natur der Fall ist, über Fische, über Vögel und so weiter. Der Mensch soll über all diese Kreaturen sozusagen herrschen. Er ist also der Natur übergeordnet. Daher auch, weil eben der Mensch ein direktes Abbild Gottes ist, das Tötungsverbot. Denn wenn der Mensch ein Abbild Gottes ist, nämlich der Individualmensch, der ja auch ein Individualgott ist, es gibt ja nur einen, dann ist es so, dass dieser Mensch, dieses Individualleben eben heilig ist. Deswegen gibt es die Heiligkeit des Lebens, deswegen gibt es das Tötungsverbot, du sollst nicht töten. Aber die Unantastbarkeit des Lebens, das ist das, was sozusagen das Judentum zunächst mal in die Welt gekommen ist. Nicht zufällig waren die Juden daher die Ersten, die zum Beispiel behinderte Kinder nicht getötet haben, denn behinderte Kinder waren natürlich für eine Gesellschaft eine gewisse Belastung, die arbeiten nicht mit, sondern müssen versorgt werden. Die jüdischen Gesellschaften haben sozusagen das begonnen nicht zu tun, was in der Antike noch komplett normal war. Dementsprechend also sehen wir, da ist schon dieser Fokus auf den Schutz des einzelnen Lebens, auf das Individuum, das eben gottähnlich ist, weil es ein Abbild Gottes ist. Wenn wir das jetzt mal konfrontieren mit den asiatischen Gesellschaften, zum Beispiel im Konfuzianismus, dann ist der Einzelne immer Teil eines größeren Ganzen, also Teil eines Kollektivs. Der Mensch lebt in hierarchisch strukturierten sozialen Geflechten, in denen jede Person eine bestimmte soziale Rolle innehat und sich gemäß eben dieser Rolle verhalten muss. Dementsprechend ist es zum Beispiel in Asien jetzt nicht unbedingt ein Höchstwert, wenn man ein Genie ist, wenn man komplett individuell ist, sondern es geht vor allem um die Nachahmung der Meister, also der Superkönner. Diese Superkönner, das sind einfach Leute, die ja durch Erfahrung, durch ihr Können eben gezeigt haben, dass sie was drauf haben. Im Westen dagegen geht es darum, dass sozusagen der Einzelne komplett etwas Neues in die Welt setzen kann, sozusagen ein Schöpfer neuer Welten ist. Also hier sehen wir diesen Genie-Gedanken, der dann in der Sturm- und Drangphase im Gefolge der Aufklärung immer weiter aufkommt. Der Einzelne kann etwas komplett Neues schaffen, so wie ein Elon Musk, der bestimmte Dinge tut, ein Mark Zuckerberg, der sozusagen hier die Dinge wirklich verändert. Das ist in China und in anderen Gesellschaften gar nicht so. Da haben wir zwar etwa Leute wie von Alibaba, der Chef, der aber dann mal eben aus dem Verkehr gezogen wird, wenn er dann zu mächtig wird oder zu einflussreich wird. Warum? Weil eben dort die individuelle Rechte nicht geschützt sind und dementsprechend ist auch das Eigentum nicht geschützt. All das hängt miteinander zusammen. Also hier sehen wir eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg westlicher Gesellschaften, die dann mit Aufkommen der Städte eine Kaufmannschaft ausbildeten. Diese Kaufmannschaft kam zu Geld, kam damit zu Macht und Einfluss und konnte eben Rechte definieren, Freiheitsrechte, Mitwirkungsrechte definieren. All das ist nicht passiert in anderen Gesellschaften. Die werden top-down geregelt sozusagen. Da wird von oben bestimmt, was passieren kann. Die sind daher auch weniger dynamisch gewesen. Und so konnte eben der Westen diese Dominanz erreichen. Und man hat gewisserweise, wie die Spanier zum Beispiel auch, als man Amerika eroberte, seinen großen Menschenüberschuss gewissermaßen exportiert. Also das war auch ein Ventil. Und dieser Menschenüberschuss ist allerdings, wenn wir jetzt zu China kommen, immer weniger das Problem. Diese Ein-Kind-Politik ist vorbei. Im Gegenteil, wir sehen, dass China unfassbar stark fallende Geburtenraten hat. Die Zahl der Hochzeiten geht zurück. Das ist ein Indikator für das, was kommt.
kommt, die chinesische Gesellschaft wird sich mindestens halbieren bis 2100. Also die Chinesen haben Probleme. Und es ist nicht so, dass die BRICS jetzt automatisch sozusagen den Westen komplett ablösen werden, denn die haben alle ihre eigenen Themen. China mit die niedrigste Geburtenrate der Welt. Man ist gleichzeitig ziemlich teuer geworden. Hier sehen wir mal die Arbeitskosten pro Stunde. Da ist man deutlich teurer als die asiatischen Konkurrenten. Und das ist ein Grund dafür, dass es mit der Wirtschaft in China nicht mehr so richtig läuft. Der andere ist der Preisverfall bei Immobilien. Denn eins ist klar, diese Immobilien, die im Wert ja immer weiter gestiegen waren, haben die chinesischen Konsumenten reich gemacht. Dadurch konnte man mehr konsumieren. Aber jetzt sehen wir, dass die Preise immer weiter fallen. Das hängt auch mit der Demografie zusammen und mit einer Fehlstrukturierung der Wirtschaftspolitik. Man hat über den Bedarf hin gebaut und hat jetzt mit einer schrumpfenden Gesellschaft zu tun, wie da die Preise letztendlich steigen sollen. Wenn sozusagen die Nachfrage auf natürliche Weise durch Demografie schrumpft, ist eben das große Problem. Aber das war ein zentraler Faktor für den Aufstieg Chinas, denn nichts ist größer in dieser Welt als Assetklasse, als eben der chinesische Immobilienmarkt. Das ist nochmal eine Hausnummer, die sogar größer ist als die ohnehin aufgeblähten US-amerikanischen Finanzmärkte. Das will schon was bedeuten. Aber jetzt kommt noch dazu eben diese dirigistische Wirtschaftspolitik durch Xi Jinping, wo also der Fokus vor allem auf Staatsunternehmen gelenkt wird, wo eben nicht mehr wie früher werdet reich, macht was ihr wollt und werdet reich. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das ist unter Xi Jinping vorbei. Das ist wieder sozusagen eine Art Rückkehr zum Staatssozialismus, zu einer ganz anderen Wirtschaftspolitik. Und das Ergebnis sehen wir hier. Das chinesische BIP in Dollar gerechnet ist sogar leicht rückläufig. Das ist eine Folge der Politik Xi Jinpings und eben auch jetzt der Entkoppelung mit dem Westen. Immerhin, China hat sehr viel Gold gekauft. Hier sehen wir in diesem Cartoon, wie die Amerikaner Papiergeld schmeißen und die Chinesen Gold, wenn sie sich bekämpfen. Das bringt etwas auf den Punkt. Die Amerikaner dominieren mit dem Dollar. Die Chinesen versuchen sich vom Dollar zu entkoppeln durch Goldkäufe. Und wenn wir jetzt mal nach Deutschland kommen und zu dem, was uns eigentlich stark gemacht hat und warum wir immer schwächer werden, ist, weil wir eben jetzt nur noch aus unserer Substanz leben, weil wir diese Leistungsethik nicht mehr haben, die mit den Aufstiegschancen verbunden war. Wir fühlen uns sicher, wir denken, ja, das wird ja immer so weitergehen, dieser Wohlstand. Griechenland hat zum Beispiel heute aktuelle Meldung, jetzt beschlossen, ab 1.7. die Möglichkeit einer 6-Tage-Woche einzuführen aufgrund des Fachkräftemängels. Und man gibt diesen Leuten dann üppige Lohnzuschläge. Bei uns wirst du ja bestraft, wenn du mehr arbeitest, weil dann die kalte Progression dich sozusagen killt. Wir wollen die 4-Tage-Woche, wir wollen also uns weiter zurücklehnen, während die anderen Gas geben. Das ist ein echtes Problem und dieses Problem wird auch durch die Politik Habecks natürlich nicht gerade kleiner gemacht, sagen wir mal so, denn der hat eine Vision. Diese Vision soll von der Wirtschaft umgesetzt werden und diese Vision kostet allerdings relativ viel Geld, denn wir wollen ja CO2-frei werden. Das scheint der Höchstwert jetzt zu sein, statt eben weiter Wohlstand zu sichern oder diesen Wohlstand auch in der Zukunft zu gewährleisten. Geht es jetzt darum, sozusagen der Musterknabe in Sachen Klima zu werden. Die Unternehmen ziehen immer mehr Geld aus Deutschland ab. Das ist kein Zufall, weil eben die Dinge hier entweder zu teuer werden wegen Energie oder eben die Steuern ein Riesenproblem sind, die Bürokratie ein Riesenproblem ist. Hier oben sehen wir, wie viele Unternehmen aus Deutschland eigentlich schon auf dem Sprung sind und ihr Geld abziehen wollen. Und Energie ist ein Riesenthema. Habeck hat ja gesagt, wenn Deutschland eine Aktie wäre, würde ich sie kaufen. Naja, aber bis 2045 müssen diese Deutschen dann mit dieser Aktie erstmal 1,1 Billionen Dollar erwirtschaften, um diese Energiewende zu finanzieren, die nicht wirklich effektiv ist und auch dem Weltklima nicht allzu viel bringt. Wie das funktionieren soll, bleibt ein Rätsel. Die deutsche Industrie jedenfalls bleibt zurück, das sehen wir hier. Kein Land in der EU ist so schlecht im Vergleich zur Vor-Corona-Industrieproduktion. Da haben wir also immer noch nicht unser Niveau von vor Corona erreicht. Und das ist sicherlich kein Zufall, sondern eben auch die Folge einer fehlgeleiteten Politik, die man nicht nur den Grünen, nicht nur Habeck anlasten kann. Das hat unter Merkel schon deutlich begonnen. Und so sehen wir, dass China zwar wachsen soll, nominal, aber Deutschland
doch ziemlich weit hinten ist. Das ist kein Zufall. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal so ein bisschen gucken, dass wir unsere weichgespülte Art und Weise wieder ablegen und sagen, hey, wir haben hier eine Situation, in der wir bestehen müssen und dann müssen wir eben auch mal wieder etwas mehr Leistung bringen und können uns nicht nur zurücklehnen und sagen, naja, Hauptsache du genderst, Hauptsache du bist woke, Hauptsache du hast das richtige Mindset und hast den richtigen Glauben. Das wird nicht reichen. Das ist keine Qualität, die uns in der Welt irgendwie voranbringt, sondern wir müssen jetzt hergehen und sagen, Leute, das wird nicht lange gut gehen, wenn wir so unsere Substanz verfrühstücken. Wir klauen im Grunde die Zukunft unserer Kinder. Das ist etwas, was ich persönlich jetzt nicht tatenlos und wortlos irgendwie hinnehmen will. Aber nochmal abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Nochmal ein Beleg dafür in Zahlen, wie die Entkoppelung passiert zwischen China und Europa und andersrum. Ungarn ist übrigens der große Profiteur. Die Chinesen investieren immer weniger in Deutschland, Frankreich und Großbritannien und immer mehr in Ungarn, deutlich mehr inzwischen als in Deutschland. Erste sehr interessante Empfehlung, gerne weiterempfehlen über Social Media. Und die zweite Empfehlung ist auch typisch für das, was in Europa passiert. Frankreich, die Opposition, die will ja noch mehr Ausgaben, will bestimmte Sozialleistungen weiter erhöhen, will also weiter von der Substanz fressen. Und das ist so typisch für Europa. Wenn Sie diesen Artikel lesen, verstehen Sie, warum die Finanzmärkte in Aufruhr sind, falls eben sowohl die Le Pen-Partei als auch eben die linke Volksfront gewinnen wird, diese Wahlen. Also diese beiden Empfehlungen gerne weiterleiten. Und jetzt sage ich Servus, ciao.